Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft in den Grizzly-Hügeln, in den Ruinen von Drakil'jin. Ich glaube ja, wir müssen noch ein paar Orakel ausschalten. Das sind die Beschützer, die Orakel müssen hier auch irgendwo rumpatrouillieren, beziehungsweise rumlungern. Muss ich mal sehen, ob ich hier noch den einen oder anderen rauspicken kann, ohne dass ich direkt irgendwie auch noch 20 andere mitpulle. Oh. Guten Tag. Ein netter DK. Naja, nett. Wer weiß das schon? Bei den DKs kann man sich da nie sicher sein. Ich schnetzel mich jetzt einfach mal ein bisschen hier durch die Reihen. Mein Gott. Wir haben es ja nicht eilig. Oh ja. Direkt wieder am Anfang so ein paar Darstellungsfehler. Oh, hier direkt noch einen. Aber der ist direkt auch wieder verschwunden. Da haben wir aber das Orakel. Und irgendwer fliegt da gerade bei uns weg. Oh, das war ein Crit, glaube ich. So wie der umgefallen ist. Das heilige Mojo bewahre ich mal auf. Wer weiß, wofür wir das noch nachher brauchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier unten im Tempel noch ein paar mehr sind, aber... Ich bleib jetzt erstmal hier draußen in der Hoffnung, dass ich hier alles finde, was ich brauche. Das lädt immer noch auf. Oh, das war ein One-Hit. Beziehungsweise ein Two-Hit. Das hat nicht gereicht. Oh, bitte hau ihn nicht raus, Wasser-Elementar. Hat er aber. Oh, halt zwei heiliges Mojo nochmal. Das ist wieder ein normaler Beschützer. I need the Oracles. Na, da haben wir es nämlich wieder, diese Problematik, dass hier einfach ein paar Mobs irgendwie die Überhand gewinnen. Oh, hier. Oh ja, hier sind noch zwei. Einmal der hier. Und einmal hier. Das ist Nummer 9 auf der Liste. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir dieser Skelett, diese Skelettverwandlung ziemlich gut gefällt. Es gibt ja noch Noggenfrogger, aber Noggenfrogger, da ist man halt nicht so durchsichtig. Und diese durchsichtige Piraten-Skelettform, die gefällt mir doch ziemlich gut, muss ich sagen. Oh, da ist noch einer. Ach ja, in den Grizzly-Hügeln, da halte ich mich einfach gerne auf. Die Musik ist toll. Das, hebt auch irgendwie meine Stimmung direkt. Ich sehe übrigens auch gerade schon, dass es schon wieder direkt mal 12:30 ist. Das war gar nicht mal von mir beabsichtigt. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es schon so spät ist. Hab ich irgendwie, die Zeit ist heute einfach mal wieder vergangen. Generell muss ich sagen, dass die Zeit die letzten 1-2 Jahren irgendwie bei mir total schnell vergangen ist. Also da kann ich sie irgendwie gar nicht mal richtig einschätzen. Also, es ist nicht mal bei mir, normal sagt man ja irgendwie, wenn man besonders viel Spaß im Leben hat, dann vergeht die Zeit sehr schnell. Wenn man sich langweilt, vergeht sie sehr langsam. Das ist zum Beispiel so, wenn man irgendwie, ich muss hier gerade mal warten, bis die Mobs spawnen. Das ist zum Beispiel so, wenn man, keine Ahnung, auf der Arbeit ist und da gerade irgendwie was Unangenehmes machen muss, dann vergeht die Zeit sehr, sehr langsam. Oder in der Schule oder bei einer Vorlesung im Zweifel, die langweilig ist. Was geht und euch dann, durch den Kopf? Keine Ahnung, geht man ins Kino, schaut einen schönen Film und dann ist die Zeit ratzefatz um. Und bei mir ist irgendwie so gewesen, dass die letzten 2 Jahre bei mir ratzefatz umgegangen sind und ich diese Zeit weder der einen noch der anderen Art zuordnen kann. Also ich kann nicht sagen, dass die letzten 2 Jahre irgendwie unglaublich toll bei mir waren, aber sie waren auch nicht unglaublich schlecht, sie waren einfach normal. Aber trotzdem ist die Zeit bei mir irgendwie ein bisschen schneller rumgegangen als sonst. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, woher dieses, ja, subjektive Empfinden kommt. Aber irgendwie gefühlt ist, sind die letzten 2 Jahre an mir vorbeigeflogen, wirklich. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ist halt, wie gesagt, nur mein subjektives Empfinden. So, hier müssen wir jetzt diese komischen Kanopen einsammeln.
Wenn man das übrigens tut, dann seht ihr es hier jetzt schon, dann greifen einen die Geister hier an und wollen einem ans Leder. An diese Quest hier übrigens, an diese Tempelquests, erinnere ich mich noch gut. Ich glaube, wir müssen hier noch was. Müssen wir hier die Dinger nicht abfackeln? Was ist denn zwei? Tafel der Drakari. Tja, dann sagen wir mal, wo ich diese Tafeln finden kann. Jetzt haben wir wie viel? Drei haben wir, ne? Kann ich jetzt auch einfach erstmal den hier ausschalten. Das lädt immer noch auf. Und zack. Da habe ich auch direkt wieder gepult. Egal. Stirbt auch so. So, die Kanopen haben wir jetzt. Jetzt geht es noch darum, dass wir irgendwo diese Tafel finden. Die hier aber nicht ist. Könnte da hinten in dem Raum sein. Aber ich sehe mich hier um. Und sehe erst einmal gar nichts. So, das hier könnte eine Tafel sein. Dort die Tafel der... Ja. Ja, ich habe das Mojo eingesammelt. Heiliges Mojo. Benötigt Runas Kristall. Ne, das ist doch Schmarrn hier. Was mache ich denn? Wo ging das denn nochmal? Ich glaube, hier könnte das sein. Junge, Junge, Junge. Jetzt habe ich gerade wieder irgendwie was hier verdödelt. Aber ich glaube, die Kristall... die Dingens war, die Kohlepfanne war draußen. Wenn ich mich recht entsinne. Aber ich könnte mich auch täuschen. Aber ich meine, ich hätte die draußen gesehen. Da, das ist sie doch, oder nicht? Beschützt von zwei von diesen Wächterschlangen. Die ich auch mal direkt ausschalte. Und auch Kirschlern werde. Denn das ist immerhin die Chance auf einen weiteren Skillpunkt. Im Moment geht es auch ein bisschen langsamer. Hier ist keine Kohlepfanne. Das ist doch auch keine, oder? Muss ich da tatsächlich nochmal den Questtext lesen? So. Ich möchte, dass ihr in die Ruinen von Drakiljin geht. Dort die Tafeln der Drakari sammelt und 5 Einheiten heiliges Mojo von den Orakeln und Beschützern der Drakari sammelt. Ja, wo ist denn das scheiß Kohlebecken? Wo ist das dämliche Kohlebecken? Das ist es ja wohl nicht. Das ist es ja wohl auch nicht, oder? Doch, ist es, tatsächlich. Ja, funktioniert das denn dann jetzt hier? Nee. Ja, mir fehlt immer noch die Tafel. Wow, jetzt habe ich echt... Da, scheiße. Wo ist denn diese dämliche Tafel? Warum habe ich die denn jetzt noch nicht bekommen? Wow. Wo ist diese dämliche Tafel? So, hier ist sie nicht. Da ist sie nicht. Das sind hier die Kanopen, die wir einsammeln mussten. Wir brauchen diese Tafel. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wo ist die verdallemeite Tafel? So, hier. Hier müsste sie sein. Und ist sie hier? Sie ist hier. Scheiße. Ich, voll Noob. Oh Mann. Und hier gibt's sogar noch eine Quest. Kann ich euch helfen? Harrison Jones! Was kann ich für euch tun? Man sieht sie. Escort-Quest. In Ordnung, Kleines. Bleib immer dicht hinter mir.
Und alles wird gut. Das, nachdem ich ihn gerettet habe und er hier mit einer Fackel bewaffnet. Das bin ich ein Skelett. Ein bisschen Ehrfurcht zeigen, mein Freund. Ihre Zeremonienkammer, wo ich geopfert werden sollte. Es ist an der Zeit, dem hier ein Ende zu bereiten. Wenn ihr das sagt, Harrison, wenn ihr das sagt. Ob Harrison Ford wohl weiß, dass er hier so ein kleines Easter Egg darstellt? Indiana Jones, Harrison Ford? Würde mich ja schon interessieren. Jetzt spielt er jetzt hier nochmal den Helden. Wo ist denn seine Peitsche? Und wo ist die Indiana Jones Melodie? Eigentlich hätte ich jetzt hier erwartet, dass spätestens jetzt die Indiana Jones Melodie kommen würde. Ich höre aber... Ach doch, da ist sie. Ich finde es ja auch schön, dass dieses Feuer hier mitten in der Mitte brennt, lichterloh, und hier tatsächlich überhaupt nichts irgendwie an Rauch freigesetzt wird. Oh, eine Falle. Kann ich mich leider auch nicht mehr rausblinzeln. Und eine Riesenschlange. Komm schon, machen wir alle, Harrison. Du hältst mir den Rücken frei, Pustekuchen. Ich gehe mit drauf. Angriff, Harrison. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Wieso sind hier noch so viele von den Viechern jetzt, ey? Aber immerhin, in Sicherheit. Jetzt hat er auch noch den Klöppel da in der Hand. Frage ist, ob er sich jetzt noch mit den Geistern kloppen möchte. Anscheinend nicht. Vielleicht doch besser so. Was ist das denn hier? Ich wollte vor kurzer Zeit die Essenz von Drakuhu. Ach, ich glaube, ich kann noch die Quest in der Kohlepfanne abgeben. Wenn ich mich denn beeile. Shit, 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 shit. Wie geht's denn so? Seid vorsichtig. Ah, Harrison Jones ist noch mitten am Kämpfen. Gar nicht, was der gerade hier vorhat. Und wohin wir ihn eskortieren müssen. Ich wollte halt echt noch unbedingt schnell die Queste abgeben. Bevor ich wieder dieses dämliche Mojo einsammeln hätte müssen. Auch wenn wir wahrscheinlich ja hier hatten wir es direkt schon bekommen. Ich meine, 4 hatte ich ja noch. Frage ist, wohin ich ihn jetzt begleiten muss. Bis ans Ende der Welt oder reicht's, wenn ich ihn bis zur Tanne hier führe? Bis die Tage klein ist. Bis die Tage kleiner. Guck mal, was für ein Milchbube das ist. Incredible. Ah. Die Leute lernen's auch nicht, ne? Pfoten weg von mir. Lasst mich in Ruhe. So. Jetzt haben wir 2 Quests, die wir abgeben können. Das ist immerhin etwas. Allzu viele Quests dürften es eigentlich auch nicht mehr in den Grizzly-Hügeln sein. Ich bin ganz oben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Seid auf der Hut. Vielleicht noch so 10, 20 Stück. Viele mehr. Glaube ich allerdings nicht. Wie dem auch sei,
Ich mache an dieser Stelle eine kurze Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.